Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem. Und ja, wir spielen eine Runde, würde ich sagen. Hier, guckt euch an, wo stehen wir? Was ist hier los? Hör mal, da muss ich direkt mal mit Lute die Wand kaputt machen. Und ich würde sagen, Evan rennt direkt mal rein. Der erste Angriff wird gestartet. Tja, unverhofft kommt oft, wie man ja so schön sagt. Nee, ich habe gedacht, steigt mal direkt ins Spiel ein. Da kenne ich auch überhaupt nichts. Ja, ich bin wieder zurück, sozusagen. Ich habe meine wunderschöne Mathematik-Abi-Klausur geschrieben. Und ja, ich muss sagen, Leute, die Klausur lief eigentlich gut. Ja, so kann man das kurz zusammenfassen. Nee, Klausur lief im Grunde wirklich sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns war es zum Beispiel so, es gibt verschiedene Vorschläge, die vom Land kommen, von der Landesregierung. Und ja, der Lehrer, der Mathelehrer hat dann einen Tag vorher, also gestern, Zeit, drei dieser Vorschläge auszuwählen. Ja, da gibt's Statistik drunter, da gibt's eine Kurvendiskussion, da gibt's eine Übergangsmatrix. Was gibt's da noch? Weiß ich gar nicht. Affine Abbildungen gab's dieses Jahr noch. Es gab Geometrie, analytische Geometrie und so weiter und so fort. Und ich sollte mit Evan nach unten gehen, weil der hat noch einen Truenslüchel. Ja. Ja, und unser Lehrer hat sich dafür entschieden, beziehungsweise wir haben das vorher mit ihm auch so abgesprochen, damit wir natürlich die richtigen Aufgaben auch trainieren, dass wir genau zwei Analysis-Aufgaben gibt's, also zwei Kurvendiskussionen sozusagen. Die eine ist ein bisschen anwendungsbezogener, die andere ist überhaupt nicht anwendungsbezogen, sondern innermathematisch. Nun gut, wir haben uns auf eine anwendungsbezogene Analysis, auf eine analytische Geometrie und auf eine Übergangsmatrix geeinigt. Und da hat Knoll gerade den Gegner weggefegt, so könnte man das wirklich sagen. So, komm, mach mal weg jetzt hier, bitte. Ja. So, und jetzt können wir die Wand hier unten auch noch kurz zerstören, damit der Gute hier nicht so weit laufen muss. Ja, und ich habe nach dem alten Muster das Ganze bearbeitet, habe mir erst die Analysis-Aufgabe vorgenommen, dann die analytische Geometrie und dann die Matrizenaufgabe, weil die Matrizenaufgabe im Grunde in den letzten Jahren immer das Einfachste war von den Klausuren. Und ja, dann habe ich eben die Analysis gemacht. Analysis lief echt gut. Am Anfang habe ich so einen kleinen Holprer gehabt. Da habe ich zu lange Zeit. Da habe ich so einen kleinen Nervösen gehabt, sag ich mal. So nenne ich das jetzt mal, so einen Nervösen. Weil, ja, da habe ich die Ableitung nicht ganz hingekriegt. Aber gut, dass Kontrollergebnisse immer dastehen. Denn dann bin ich in mich gegangen und habe die Ableitung doch gefunden. Im Grunde war es super einfach, ja. Es war nur eben irgendwie, war ich am Anfang ein bisschen irritiert, so Mini-Blackout oder sowas, keine Ahnung, nennt's wie ihr wollt. Und ja, dann habe ich aber das alles schön hingekriegt, habe eine schöne Ableitung gemacht, habe die Aufgabe gut erledigt. In der Analysis gab es nur eine kleine Aufgabe, die war ein bisschen komisch, da weiß ich auch nicht, da habe ich zwar was raus, aber das ist zu 99% falsch, weil das da gar nicht rauskommen kann. Also das ist ein Widerspruch mit der Aufgabe irgendwie in sich. Und nun gut, habe ich auf jeden Fall irgendwas gemacht und okay, gehen ein paar Punkte wahrscheinlich flöten, aber ist in Ordnung. Oh, was ist mit Fraps los? Oh nein, stopp! So, keine Ahnung, Fraps war da ein bisschen am hektischen Schieben gerade, ich habe es nochmal neu gestartet. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die eine Aufgabe, die war, also dieses war so eine ganz kleine Teilaufgabe. Die sind immer unterteilt, die Aufgaben in A, B, C, D, E, je nachdem wie viel es gibt. Und die ABCDE, je nachdem wie viele es gibt, sind nochmal unterteilt in 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viele es gibt. Also das ist alles ein bisschen verwirrend, würde ich mal sagen. Nun gut, aber wie gesagt, lief alles ganz gut, Analysis ist gut. Ich denke mal, da werde ich von 50 Punkte gab's, da werde ich so wenn je nachdem wie viele Punkte man bei der einen Aufgabe abzieht, weil es falsch ist irgendwie. Ah, lass mal, wenn wir schlecht sind, so 42 ausgehen, irgendwie 43. Analytische Geometrie war sehr gut eigentlich, sehr gut geklappt alles, habe ich auch alle Kontrollergebnisse raus, auch bis auf eine kleine Teilaufgabe, die ein bisschen komisch war. Da lief nicht ganz so gut irgendwie, keine Ahnung, was da, pff, ja, weiß ich nicht irgendwie, ne, also da sollte man so einen Lösungsweg beschreiben. Ich habe also hinterher noch mit jemandem gesprochen und da, ja, er hat mir seine Lösung offenbart und seine Lösung, die er mir offenbart hat, stellt sich mir als total logisch raus. Also die Lösung war total logisch, ich bin nur wieder auf das Einfache nicht gekommen, sondern hab wieder versucht, irgendeine Lösung zu konstruieren, die, ich glaube, das ist möglich, was ich mir da zusammen gedacht habe. Also ich gehe zumindest sehr stark davon aus, dass es möglich ist. Aber es muss nicht zwangsläufig möglich sein. Also es kann auch sein, dass man, da gibt's nämlich eine Sache, bei der ich mir unsicher bin, ob man das so machen kann oder nicht. Und ja, aber okay, ne? Gibt auch ein paar Teilpunkte dann vielleicht, folgerichtig, wie auch immer.
Also insofern auch nicht ganz falsch. Sollte es auch nicht sein. Oh, Schweigen. Das ist nett. Das können wir verkaufen. Stoppt gegnerische Magie. Ja. Also es sollte auch nicht ganz falsch sein, aber auch nicht ganz richtig. Und ja, also insofern mal gucken. Und ja, die Matrizenaufgabe, die Übergangsmatriz, Leute, die war dieses Jahr wirklich schwer. Also das heißt nicht wirklich schwer, aber die war schwerer als die letzten Jahre. Und ich bin mir halt, man musste so viel auch begründen. Und bei so Begründungssachen bin ich mir mal ziemlich unsicher. Habe ich das jetzt ausreichend begründet? Habe ich das so richtig begründet? Ne, das ist immer so eine Sache. Begründet man das auch so richtig, wie die das jetzt hören wollen? Oder schreibt man das nicht ganz so genau, wie sie es hören wollen? Und da gehen halt schnell mal ein paar Punkte flöten irgendwie. Aber, ja. Also so im Großen und Ganzen denke ich, dass ich so geschrieben habe, oh, 5000, wie ich immer geschrieben habe von der Note her, deswegen gehe ich mal so 2 plus, 1 minus, irgendwie vielleicht auch eine 2. Was darf ich denn schreiben? Ich glaube, ich darf eine 3 plus sogar schreiben, glaube ich. Wenn ich eine 3 plus schreibe, dann weiche ich noch nicht ab, glaube ich. Habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Nee, sollte auf jeden Fall alles im Rahmen sein und ich denke mal nicht, dass ich abgewichen bin. Also bestanden, die Klausur sollte ich auf jeden Fall haben. Also sie sollte auf keinen Fall irgendwie im defizitären Bereich sein. Glaube ich nicht. Und ja, das freut mich aber schon mal. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Und jetzt muss man eben abwarten, was genau daraus geworden ist. Ob da jetzt eine 1 minus draus geworden ist, eine 2 plus, eine glatte 2. Vielleicht auch eine 2 minus mit ein bisschen Pech, keine Ahnung. Die Begründungsaufgaben, bin ich mir halt sehr unsicher, ob das alles so richtig und exakt begründet ist. Aber ich bin damit gut zurechtgekommen im Großen und Ganzen. Und ich wusste zumindest, und das ist das, was ich selber immer gut finde oder was mir selber dann auch genügt. Ich weiß, dass ich wusste, wie man die Aufgaben löst. Und wenn ich es jetzt nicht perfekt hingeschrieben habe, ja mein Gott, ich wusste aber im Inneren, wie man sie löst. Und das ist das, was für mich am Ende dann zählt. Ja. Und insofern, ich hoffe, wenn ihr geschrieben habt, irgendeine Klausur oder so, lief bei euch auch gut. Und dann muss man mal abwarten. Die Ergebnisse kriege ich am 10.06. Also noch eine ganze Zeit hin. Aber nun gut, ne? Ich bin erstmal zufrieden, dass ich Mathe hinter mir habe. Und jetzt kommt übermorgen am Freitag noch Physik. Ja, Physik bisschen komplizierter natürlich. Irgendwie ist mehr Stoff gewesen. Aber Physik habe ich mehr gelernt als Mathe bisher. Und ich werde in Physik heute Abend noch ein bisschen machen. Und morgen dann den Feinschliff nochmal machen. Und ja, dann sollte ich Physik eigentlich auch ganz gut hinbekommen, denke ich mal. Und ja, wenn ich dann am Freitag Physik hinter mir habe, dann nur noch nächste Woche Mittwoch Pädagogik, mündliche Prüfung. Und das ist echt übel, weil Pädagogik ist viel zu lesen, ist viel auswendig zu lernen, was Theorien angeht und so weiter und so fort. Und das ist eben eine mündliche Prüfung, das ist eine halbe Stunde mündliche Prüfung und in dieser halben Stunde kriegt man eine Note und das ist die feste Abi-Note in diesem Fach. Nicht so wie jetzt, dass man eventuell, wenn man 4 Notenpunkte abweicht nach oben oder nach unten, dass man dann nochmal in eine Nachprüfung geht und sich die Note so entscheidet. Nein, die ist dann fest. Heißt, wenn ich da eine 5 kriege, kriege ich da eine 5. Und wenn ich nichts weiß und ein Thema drankommt, was ich nicht perfekt kann, dann kann ich das Thema nicht perfekt und dann kriege ich da auch eine 6 oder eine 5. Also da muss man aufpassen. Das ist wirklich nicht ganz einfach, die mündliche, finde ich. Das ist somit die unberechenbarste. Orson gehört zum Team. Oho, der liebe Orson. Ja, dann lasst uns doch mal gucken. Da ist er ja, der liebe Orson, Leute. Schaut ihn euch mal an, der liebe, der Verräter, du. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt aber auch wieder rein ins Kapitel. Das hier ist auch ein recht einfaches. Ja, sind alle einfach, wenn man so will, ne? So, und hier lasse ich auf jeder Plattform dann mal einen stehen, weil ich nicht weiß, ob da nochmal welche rauskommen. Das weiß ich nicht mehr, wie das war. Nee, auf jeden Fall, Leute, ich habe es geschafft. Und Pädagogik muss ich noch viel lernen und Physik muss ich jetzt auch noch ein bisschen lernen. Pädagogik dauert halt auch sehr lange, was das Lernen angeht, weil es eben so viel Lesearbeit ist. Und nochmal Sachen rausschreiben, nochmal zusammenfassen, die nochmal einprägen. Ist halt vom Zeitaufwand her sehr, sehr viel. Habe ich aber auch schon mit angefangen. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Nächste Woche Mittwoch, heute in genau einer Woche habe ich alles hinter mir und dann werden auch... Was ist los? Irgendwie... Braucht er hier ewig, bis der das bestätigt. Also entweder mein PC, aber da kann es eigentlich nicht dran liegen, oder der Emulator oder so spinnt gerade ein bisschen. Ja, also jetzt, wie gesagt, was Pokémon angeht, die Woche kann ich euch nichts versprechen. Fire Emblem werde ich versuchen, jeden Tag aufzunehmen, so ein bisschen. Vor allem, weil wir jetzt in Fire Emblem, weil ich ja auch ein bisschen über was quatschen kann, so vom Tag erzählen kann, ist halt auch ganz in Ordnung. Aber Pokémon kann ich nicht versprechen, Leute. Kann ich echt nicht, denn es ist echt verdammt viel jetzt noch.
Heute, wie gesagt, ich habe gleich auch noch schwimmen. Ich muss dann noch lernen. Ich weiß heute, ich glaube nicht, dass ich heute Abend beim Sepp im Stream mitmache. Ich wusste es gestern noch nicht, aber ich glaube nicht, von der Zeit her passt das nicht. Und man muss sich auch noch mal ein bisschen zwischendrin entspannen, ne? Dann will ich auch noch mal ein bisschen Musik hören, mich einfach entspannen oder eine Folge Robotic Notes gucken. Eigentlich wollte ich Japanisch lernen, das habe ich gestern schon nicht gemacht. Das werde ich heute wohl auch nicht schaffen. Muss ich morgen aber wieder machen. Und ja, das ist alles ein bisschen blöd im Moment. Aber das sollte funktionieren, das sollte hinhauen. Und wie gesagt, nächste Woche Mittwoch ist vorbei. Am Donnerstag kann ich nicht so viel produzieren. Mal gucken, wie viel. Da werde ich mich erstmal wahrscheinlich ein bisschen beruhigen. Nee, Donnerstag werde ich anfangen, aber Donnerstag nehme ich mit dem Sepp auch wieder Portal auf. Das heißt, da wird auch wieder viel vom Tag weggehen für eine Portal-Aufnahme. Das heißt, da kann ich auch nicht sagen, wann da was kommt. Also ich sage euch mal so, ab dem Montag in 2 Wochen kommt wieder mehr. Hä, das dauert doch ewig gerade. Bilde ich mir das jetzt ein, was denn, wenn ich Spielgeschwindigkeit 2 mache? Nee, Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Animation, ach, mit Hintergrund. Nee, so. Aber was ist denn da? Guck mal. Nee, der braucht trotzdem noch so lange, bis der... Hä? Das hat er doch die ganze Zeit jetzt nicht gebraucht. Das können wir aber da normal machen. Warum braucht er denn so lange, bis der die Einheiten da hinsetzt? Guck mal, jetzt. Das dauert ewig, habe ich so das Gefühl. Naja, vielleicht hat er doch schon immer so lange gebraucht und ich bin jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, voll dumm im Kopf oder so. Weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall Montag in einer Woche. Ab da geht's wieder richtig los. Ab da bin ich wieder normal. Aber ich denke mal, das ist schon ganz in Ordnung, was ich hier an Upload bringe, ne, während der Abi-Zeit. Das sind ja irgendwie immer so 3 Videos am Tag. Das ist schon mit Minecraft ja auch noch. Ist schon ganz schöner Upload, finde ich, für eine Abi-Zeit. Andere machen 2 Monate Pause, wenn sie ihr Abi schreiben. Und ich kenne da auch gar nichts, ne? Nee. Ja, so läuft es, Leute. So ist es, so läuft es. Ach Gott, willst du mich mit... Och, Schämenfeil. Ja, das kannst du mal schön vergessen, ein gutes Auge. Da wird nämlich mein Sale zu verhindern wissen, dass du Schaden austeilst. Nix. Ja, was ich halt nur immer ätzend finde an dem Turm hier ist irgendwie, ne, man ist jetzt so stark und es ist im Grunde, ist es nur lästiges, ich verbrauche Zeit und verbrauche Zeit und verbrauche Zeit und die Gegner sind eh tot. Denn mehr ist das ja im Grunde hier auch nicht. So, ich stell den jetzt schon mal ganz nah da hinten. So, und bitte einmal töten, Sale! Und boom! Yeah, nice. So, ja. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Und gucken, dass wir die weiteren Gegner besiegen. Ich denke mal, das hier könnten wir noch schaffen. Ich glaube, da kommen noch mal hinterher noch mal welche raus. Deswegen stehe ich hier gerade. Ich glaube, das könnten wir schaffen in der Runde. Ich bin mir zwar relativ... Ja, in dem Part meine ich. In der Runde mit Sicherheit. Ja, TT, genau. Ne, in dem Part sollten wir das eigentlich schaffen. Ich denke mal schon. So, die Spinnen bewegen sich nämlich jetzt nicht und ich kann mich genau da oben reinstellen durch meine Reichweite ja hier. Und das heißt, die werden mich nächste Mal alle angreifen und dann werde ich die auch alle besiegen. Und der ist schon mal weg, sauber. Ja, ja, das läuft, Leute. Und wie das läuft ja richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut läuft das. So sollte das auch laufen. So, den lasse ich jetzt mal in der Mitte, den Renner, den braucht man ja eigentlich gar nicht. Ja, Leute, wie sieht's denn bei euch aus? Na, bei euch alles gut? Habt ihr auch Klausurstress? Ich glaube aber eher nicht, ne? Die meisten, die normale Schule haben, die sollten die Klausuren hinter sich haben. Weil zumindest bei uns so, dass viele Klausuren jetzt von den anderen schon durch sind irgendwie, damit jetzt sich auf die Abi-Klausuren konzentriert werden kann. Aber ich finde es übertrieben, dass ich erst am 10.6. Ergebnisse kriege. Am 10.6. Überlegt mal, wie lange das ist. Das ist über einen Monat. Über einen fucking Monat noch. Fast 2 Monate. 7 Wochen erst. Boah, 7 Wochen. Aber ja, okay, das muss zum Erstkorrektor, das muss zum Zweitkorrektor. Ah, guck, da sind sie. Ich wusste, dass die da wieder kommen. Ich hasse das nämlich. Ja, okay, das hat schon einige Stationen, durch die es irgendwie gehen muss, aber trotzdem, das ist doch, keine Ahnung, voll lange. Und halt mündliche Prüfungen, die weiß man dann direkt. Ich habe ja eine mündliche Probeprüfung gemacht in der Schule, ne? Wir hatten da so eine, konnten wir uns melden und da habe ich eine gemacht.
mündliche Probeprüfung. Und da wäre ich so 2- gewesen. Da habe ich aber auch gar nicht gelernt, ne? Aber da hat sie mir vorher auch gesagt, aus welchem Themenbereich das kommt. Also insofern kompensiert sich das wieder ein bisschen. Ja, ist halt so die Frage. Ich meine, ich wäre mit einer 2- zufrieden, ey. Sag mal nix, Leute. Ich wäre auch mit einer 3 zufrieden. Ich will einfach nur, obwohl ich in Pädagogik immer zwischen 2+ und 1 stand, ist mir scheißegal. Ich will einfach das hinter mich bringen und will das bestehen. Ich brauche für Physik, will ich ja studieren, brauche ich eh keinen NC. Keinen guten Schnitt. Und insofern ist mir der Schnitt auch egal. Ich will einfach nur bestehen. Mehr will ich nicht. Mehr will ich doch gar nicht. So, und Ewan, jetzt mach sie platt, Feuerzahn. Ja, yeah, sauber, Ewan. So läuft das. Ja. Und jetzt machen wir die hier unten. Ich weiß nicht, früher bin ich hier auch noch gestorben, aber... Naja, da habe ich auch eben nicht... Bin ich nicht so ausgerastet, was die Leute angeht. So, machst du die auch alle jetzt weg auf der Insel, dann gehst du auf die nächste. Und ja, das schaffen wir in dem Part noch. Beziehungsweise, ich mach das in dem Part einfach fertig. Und dann haben wir nämlich die Etage auch schon mal durch. Und dann geht das. Dann ist fertig. Ich freue mich, wenn wir Leon bekommen. Aber Leon bekommt man erst, wenn man 3-mal die 10. Etage von den Ruinen von Lacto gespielt hat. Also das dauert noch, bis wir den bekommen. Aber ich freue mich auf den. Weil das ist, wie Ewan, finde ich, so ein geiler, so ein Nekromant. Das ist so ein geiler Magier, weil, wisst ihr? Ich finde ihn einfach richtig stylisch. So, und... Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ich hab Angst. 000. Ah, ich hab Angst. Ja. Das wird mich wohl töten. Ja, vorbei. Wer hätte das denn bloß gedacht, Leute? Und er greift mich nicht an. Meint er das ernst? Meint er das ernst? Er meint das ernst. Ja gut, dann greife ich ihn eben an. Da und tschüss, Kollege. Das war's mit dir. Dankeschön. Vielleicht kommt ja dann schon mal ein Auge und will mich angreifen. Ja, das ist gut, dass ich Ewan so den Stiefel gegeben habe, denn da läuft er schon mal ein bisschen weiter. So, und kommen wir jetzt hier. Na, no, das Auge geht von mir weg und macht seinen Schemesfall. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wenn die alle so eine Pfeilscheiße haben, dann greifen die mich auch nicht an. Also nicht so, dass ich sie zurück angreifen könnte. Ja. Das ist natürlich auch gut. So, ich habe letztens euer im Internet gelesen, dass nämlich hier Blitz, das ist vom Bischof, ist das eine Fähigkeit, dass die Lichtmagie, wie war es, um irgendeinen Prozentsatz besonders effektiv ist gegen, 3-mal so effektiv gegen Monster, glaube ich, genau. So, und jetzt machst du bitte alle, hoffentlich greifen jetzt alle so an, dass ich weitergehen kann, weil dann ist in der nächsten Runde Ende. Sollte auch ziemlich genau mit den 20 Minuten übereinstimmen. Ja, er will sie jetzt töten, aber ich glaube, sie kümmert das nicht. Sie würde keinen Schaden kriegen, wenn er treffen würde. Wie geil das einfach ist, bei einer Bischöfin, wisst ihr? Richtig nice. So, und das Blutauge, das greift mich zum Glück so an. Ja. Oh, 0% Trefferwahrscheinlichkeit, ja. Aber vielleicht sind es ja auch 0,4. Vielleicht kann er ja trotzdem treffen. Hm, man weiß es nicht. Oh oh. Und komm. Töte es. Bevor es Eier legt. Und jetzt nur noch eins. Und es greift mich auch an. Es ist eine besondere Entwicklung des Blutauges. Es ist das Blutegelauge. Zumindest sieht es viel ekelhafter aus. So ein Egel hier. Ja, und jetzt ziehen wir 3x26 ab. Wie gewohnt 78. Und, ja. Da ist der Endweg. Ah, das glaube ich doch nicht. Da kommen von unten noch Spackos. So, jetzt töte sie. Endlich. Ja, hau einen Crit raus. Nice, Ewan. Den Crit, den wollen wir sehen. So, und jetzt hier unten der noch schnell. Komm. Ah, guck mal da, Blitz. Obwohl, der ist jetzt nicht besonders effektiv. Der ist nur bei Bischöfen, glaube ich. So, und jetzt nächste Runde aber. Nächste Runde aber, komm. Bendis. Er greift da schon mal an. Sehr gut, damit ist er tot. Dass ich darum bitte, dass die Gegner mich angreifen, ne? Das ist auch selten. Aber so ist es.
Und er greift mich da oben nicht an, oder was? Das kann doch nicht sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Greift da oben an, greift da oben an. Und ja, er greift an. Ja, nice, mit dem Langspeer. Aber das interessiert mich gar nicht, denn mit einem Crit. Boah, Ivan, Alter, 3 Crits hintereinander. Ich habe im Übrigen auch gelesen, dass man mit Pegasus-Ritter eine Dreier-Attacke machen kann. Das wusste ich gar nicht. Aber wir haben keine Pegasus-Ritter mehr. Zur nächsten Ebene. Und haben wir 9 bekommen? Ja, Rief. Rief. Rief ist ein Magier, Leute. Nice, zieht euch den mal. Oh, boah. Der hat aber auch schöne Verteidigung, schöne Resistenzwerte. Boah, dem werde ich auch hochhauen mit Werten. Alter, ist der nice. Richtig gut, der Rief. So, ach so, das stimmt, das ist schon die letzte Etage vom Turm. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein und machen das aber nun beim nächsten Mal. Jo Leute, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.